Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario 64 im Dschungel. Jetzt ich gerade mein Mikrofon ein bisschen verschoben. Eine Sekunde. So, jetzt muss es passen. Hoffe ich mal. So, wir sind im Dschungel angekommen. Haben noch keinen Weg gefunden, wie wir hier in diesen Vulkan gelangen. Deswegen würde ich mal sagen, hat Colorado auch angedeutet, wir gehen erstmal zurück in die Stadt und fragen mal die Bewohner. Oh Gott. Stopp, aufhören. Och nö, nicht schon wieder. Bitte, Colorado, bitte nicht schon wieder. Dachtest du, ich wäre schon wieder überfallen worden? War nur ein Scherz. Du Entdecker müssen auch mal Symphomor beweisen. Aber wie dem auch sei, lass uns weitermachen. Nächstes Mal glaube ich aber nicht, dass du in der Patsche bist. Oh Gott, was ist jetzt los? Die Musik klingt alles andere als einladend. Warum meinen die Yoshis? Die Kinder sind fort. Der einzige Ort, wo sie sein könnten, ist der Dschungel. Ich hatte seit einiger Zeit das Gefühl, dass sie etwas im Schilde führen würden. Aber ich dachte, es wäre nur der übliche Unfug. Niemals hätte ich erwartet, dass sie so etwas Gefährliches tun würden. Was sollen wir tun? Wie sollen wir sie finden? Oh, was für ein Unglück. Die Kinder werden vermisst. Offenbar haben sie sich in den Dschungel geschlichen. Sie kennen die Gefahren nicht, die dort lauern. Wir müssen sie wieder zurückholen. Mario, würdest du nach unseren vermissten Kindern suchen? Wie du sehen kannst, sind die Yoshis in der Siedlung völlig in Panik. Sie könnten nicht mal klar denken. Ich werde versuchen, sie zu beruhigen. Suche du bitte nach den Kindern. Es ist schrecklich. Einfach schrecklich. Die Kinder sind verschwunden. Wie oft haben wir ihnen gesagt, dass sie sich vom Dschungel fernhalten sollen? Yoshi ist auf der Suche nach ihnen. Sie ist ein Schiebschieb und passt immer auf die Kinder auf. Wie konnte das nur geschehen? Es muss einen Grund dafür geben. Mario, bitte, bitte hilf uns. Such unsere Kinder. Ich sag's dir, die Eingeborenen sind so derart in Panik, dass wir kein bisschen Informationen von ihnen bekommen werden. Ich glaube, jemand sollte ganz schnell ihr Problem lösen, damit wir sie endlich gehörig auspatchen können. Ey, du bist mir sowas von unsympathisch geworden. Innerhalb von 2 Minuten und 30 Sekunden. Unerhört. Kriege ich ein bisschen Leben zurück? Okay. Was seid ihr denn für Pflanzen? Weißblatt. Das ist ein Weißblatt. Weißblätter geben vor, Herzweige zu sein, die dir ein Herz geben, wenn du sie berührst. Maximale KP 8, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Wenn du von einem Weißblatt gebissen wirst, wirst du vergiftet. Dann sinkt deine KP mit jeder Runde. Wir sollten sie so schnell wie möglich besiegen. Wenn du nicht ständig deine KP wiederherstellst, sitzt du bald ganz tief in der Tinte. Aber wo ist denn Blooper, damit ich in der Tinte sitze? Hm? Zumindest sind sie nach einem Angriff von Mario eh platt. Ich weiß nicht, wie ich die blocken soll. Ich hab A gedrückt, bevor der gebissen hat. Aber okay. Nehme ich zur Kenntnis, wir haben E-Button Level Up. Vielleicht kriegen wir auch irgendwann einen Zauber mit mehr KP. Erfahrungspunkte meinte ich nicht KP. Und da kriege ich schon ein Leben wieder zurück. Mit dir kriege ich nichts. Undankbare Pflanze. Das hier. Zum Glück sind wir schon aus Papier und daher eh schon Platz. Eine Münze. Bekommen wir Sushi als Partner, damit wir schwimmen können. Das wäre episch. Du wiederum bist nicht episch. Habe ich gerade richtig gelesen? Das ist ein Lauerbusch. Lauerbüsche geben vor, normale Büsche zu sein und lauern so ihre Beute auf. Maximale KP 8, Angriffskraft 3. Ihre Bisse sind giftig, also sei vorsichtig. Wenn du vergiftet wirst, sind deine KP langsam ab. Wenn du deine KP nicht reichst, ja, das kennst du ja schon. Mach dein Ding, Mario.
Wie gesagt, nach einer Attacke von Mario sind die eh platt. Bin ich richtig Timer. Aua. Na warte, das kriegst du zurück. Wir kommen langsam näher. Kriegen sogar zwei Leben wieder zurück. Eine Münze. Schön. Sehr lieb von euch. Kommt sofort zurück, ihr kleinen Undankbaren. Das war, glaube ich, Sushi. Das nächste Center. Da hinten ist ein Knospi. Hey du, da unten. Wenn du mich hören kannst, dann sieh nach oben. Wie bist du denn da hochgekommen? Das ist so peinlich. Ich hänge in diesem Baum fest. Kannst du mir irgendwie runterhelfen? Ich möchte eher gerne wissen, wie du da hochgekommen bist. Komm schon fester. Oh, ich bin gerettet. Ich fühle mich mehr jenseitig als diesseitig. Danke, dass du mich aus dem Baum befreit hast. Mir ist nichts passiert. Oh, diese Kleinen. Ich habe gerade diesen schlimmen kleinen Yoshi-Jungs gejagt und bin natürlich voll in ihre Falle getappt. Wissen sie denn nicht, wie gefährlich es hier im Dschungel ist? Ich muss sie finden, bevor sie noch tiefer vordringen. Das gleiche gilt auch für dich. Es ist hier zu gefährlich. Geh zurück zur Siedlung. Was hast du überhaupt im Dschungel zu suchen? Ach, sieh mal an. Du suchst also auch nach diesen kleinen Unholden? Dann lass uns doch gemeinsam nach ihnen suchen. Sie verstehen nicht, wie gefährlich es im Dschungel ist. Wir müssen sie so schnell wie möglich finden. Oh, wie unhöflich von mir. Ich habe dich noch nicht mal nach deinem Namen gefragt. Wie lautet er denn? Mario. Mario, wie? Ich habe noch nie von dir gehört. Du musst wohl von weit her kommen. Genieße Lava Lava Island. Das würde ich normalerweise zu einem Besucher sagen. Aber zuerst müssen wir nach diesen Jungs suchen. Ich bin übrigens Sushi. Drücke nach unten auf Stegen, um auf ihrem Rücken Gewässer zu überqueren. Drückst du nochmals nach unten, kann Sushi für kurze Zeit untertauchen. Im Kampf kann sie Gegner mit Bauchlandung aufklatschen oder mit Spucker vom Himmel pusten. Kapodau setzt Platsche ein, es ist nichts passiert. Oh, keine Gegner zum Testen. Ganz schön langsam. Einmal tauchen, da ist ein Sternsplitter, nehme ich gerne mit. Mal schade, dass wir keinen Yoshi kriegen. Jo, was geht? Danke, dass du mich aufgeweckt hast. Diese Insel ist so schön. Es gibt keinen besseren Ort für ein Schläfchen. Die Temperatur ist perfekt. Ich bin ein Knospi. Meine Aufgabe ist es, die Welt mit Blumen zu erfüllen. Hübsch, nicht? Ich möchte, dass du diesen Samen nimmst. Oder zumindest würde ich das gerne sagen. Unglücklicherweise ist der Samen noch nicht ganz fertig. Aber keine Sorge, er wird bald soweit sein. Es gibt Schlimmeres, als einen Ort wie diesen zu erwarten. Komm später vorbei. Ich bin sehr großzügig. Ich verschenke gerne alles Mögliche. Okay, dann komme ich später, wenn ich mit den Dungeon fertig bin, ne? Und lass dir ruhig die Zeit zum Blühen. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück, ne? Ich habe mir irgendwie den Kiefer verengt. Komm für die Erfahrungspunkte. Und damit ich weiß, was Sushi denn so alles anstellen kann. Zuallererst machen wir mal den hier platt. So, Bauchlandung. Bauchlandung auf einem Gegner. Feuert Wasserstrahl ab. Gut gegen Feuergegner. Drücke nach links und lass los, wenn aufleuchtet. Okay. Und 3 Schaden, das geht ja.
Ich weiß nicht, wie ich den blocken soll. Was macht denn die andere Attacke? Spucker, halte A, um Kraft zu gewinnen. Aktiviert sich automatisch. Vier Schaden. Geht klar. Ja, Ick. Hättest du das nicht in Erfahrungspunkte einsetzen können? Aber das war jetzt so unnötig. Das war leider unnötig. So, komme ich da hoch? Nö. Da ist ein Shy Guy. Da gehe ich doch mal hin. Erster Angriff erfolgreich. Komm, einmal ein Sprung. Quatsch. Und Sushi kann man Spucker machen. Wie gesagt, ich weiß nicht. Ich habe die Gegner noch nicht raus zum Blocken. Aber bald haben wir ja genug Erfahrungspunkte. Hallo? Superbeben. Ringt bei Boden und Decken Gegnern schweren Schaden. Klingt so nach einem Update zum Erdbeben. Woche 2 von... Na, Spion ist schon wichtig, dann nehme ich tatsächlich mal... Vorsprung, weil ich mache ja schon mit dem normalen Power. Nimmt den normalen Sprung schon 8 Schaden, also von daher. Ich möchte tatsächlich meine Ordenpunkte weiter aufbessern. Gehe ich mal hier lang. Okay. Das war's zum Aufwerten. Warte, da unten war Münzen. Da kann ich zu Land gehen und hier kann ich zu Land gehen. Nach unten komme ich nicht. Ich gehe aber erstmal hier an Land. Für ein Yoshi. Okay, Lebenspunkte. Du hast nichts für mich. Du hast eine Münze. Zumindest höre ich ein Yoshi. Hallo? Ja, schon mal nichts. Du. Du liebes Flüsschen. Komm, wie viel Schaden machst du damit Superbeben? 6 Schaden, hol die Waldfee. Also das ist definitiv schon mal ein Level up. Wenn ich das überlebe. Löschen, ich drücke doch. Keine Ahnung. Aua. Oh, das war knapp. Zum Glück kriege ich jetzt ein Level up. Und Punkte. So, Sautonic könnte mir wirklich helfen. So. Hab doch 3. Was kann ich denn so alles noch einsetzen? Papier Plus könnte man machen.
Warte, Ausbrecher, komm, Ausbrecher. Da ist ein Yoshi. Das war so unheimlich. Wir haben Verstecken gespielt und da war diese eigenartige Pflanze und sie hat mich hier gefangen. Sushi, du hattest recht. Der Dschungel ist wirklich gefährlich. Es tut mir leid, dass ich dir nicht gehorcht habe. Danke, dass du gekommen bist, um mich zu holen. Ich gehe jetzt besser nach Hause. Jetzt haben wir schon mal Nummer 1 gefunden. Gehe ich erst weiter nach links oder hole ich erstmal... Komm, wir gehen erstmal nach links. Ach, da sind wir... Nee, oder? Sind wir da, wo ich denke, wo wir sind? Warte, erstmal das hier anhauen, aber kann ich nicht. Hä? Hey. Ach. Tatsache. Okay. Vergesse, dass ich da drüber springen kann. Gut, dann... Wissen wir ja, wo es als nächstes hingeht, ne? Mist. Macht ja nur 6 Schaden, ne? Lalalalala, hat niemand gesehen. In nach dem Level-Up in einem Gebiet dauert zwar nächsten Level-Up noch länger. Besiegen sie 100 Gegner. Dann gehen wir erstmal aufwerten. Die erlernt Wasserblock. Mario nimmt weniger Schaden. Ja, bitte. Könnte für Bosskämpfe sehr praktisch sein. In den anderen Busch komme ich nicht. Und du bist definitiv ein Gegner. Hätte er das erwartet. Und du kannst auch schon mal. Ein Wasserblock erhöht Marios Verteidigung für kurze Zeit. Komm, setz mal doch das ein. Für 4 Runden. Pack dich. Ultimativschutz. Das kann nicht mehr schief gehen. Aber vergiften will ich immer noch. Das war schon eine nice Attacke. Und dann gehen wir mal nach oben. Und noch mehr Gegner. Für die Erfahrungspunkte. Und dein Tod aus ist eh in der Nähe von daher. Dann machen wir mal Bauchlandung wieder. Irgendwann schaffe ich es, sie zu blocken. Irgendwann. Glöckchen, klingelingeling.
Nein, oh, vor die Falle. Auch so ein Weg. Zwei Pflanzen, die ziemlich verdächtig da hinten aussehen. Die Münze wollte mich triggern. Fruchtige. Na. Nicht. Ich hab's geschafft. Mit allen Schaden ist es ja kein Problem. Weil hier immer noch mindestens nur ein Gegner ist, damit ich einmal Fokus einsetzen kann. Eigentlich kenne ich das ja auch. Weil Sushi macht ja 4 Schaden. Wunderbar. So, dann setz mal Fokus ein. Wunderschön. So, okay, dann komm, Stoppuhr. Nein. Möchte ich Stoppuhr nicht. Okay, dann gehen wir erstmal hier lang. Ist aber nur ein Yoshi von 5 gefunden. Das ist irgendwie blöd. Da können wir noch an Land gehen. Da geht es auch weiter nach links. Komm, dann gehen wir erstmal hier an Land. Passiert nichts. Das wahrscheinlich komme ich da mit der Pflanze hoch. Hui. Das ist eine Röhre. Ah, Mist, ich wollte drücken. Eigentlich wäre es, glaube ich, besser gewesen. Komm, setzen wir mal Wasserblock ein. Na, immerhin 3 Runden. Alter, 2 Leben? Machen Damage, du. Tschüss. I don't do this shit anymore. Thank you.
Ja, ich glaube, ich muss mich so langsam mal wieder heilen, Genie. Ich kann auch an den normalen Mischen nochmal so machen. Vielleicht kriege ich ja noch was. Mal gucken. Oh Gott, ist das dunkel. Aber schön, Yoshi. Da war diese Blume und die hat gewirbelt und ich dachte, das sei cool und da bin ich raufgeklettert. Und da bin ich herumgewirbelt und dann bin ich durch die Luft geflohen und dann bin ich hier oben gelandet. Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin. Es war so finster und unheimlich und ich fand nicht mehr hinaus. Danke, dass du gekommen bist, um mich herauszuholen. Jetzt kann ich ja sehen, wie ich hinauskomme. Ich gehe auch gleich nach Hause. Okay, da haben wir schon mal Nummer 2 gefunden. Und keine Gegner. Kann ich das mal vom Bett wegsprengen? Nö, ist immer noch da. So, dann einmal Sushi wieder. Und dann gehen wir nochmal hier lang. Da ist ein Steg und weiter geht's eh nicht, so wie es aussieht. Oh, da ist ein Splitter. Hol ich mir auch noch. Wo bin ich denn? Hoppala, ich hab wieder einen Yoshi. Wie komme ich denn bitte darüber? Mal gucken, was Umbarke zu diesem Ort hier sagt. Für einen Dschungel gibt es hier nicht allzu viele Bäume. Es wird hier brutal heiß, wenn die Sonne mich direkt erwischt. Willst du mir nicht sagen, was ich damit machen muss? Gut zu wissen. Da ist schon wieder ein Yoshi. Da ist ein Yoshi. Uah. Wir haben Verstecken gespielt. Ich musste suchen, aber ich konnte niemanden finden. Ich bin herumgewandert und dann habe ich mich verirrt. Du hattest recht, Sushi. Der Dschungel ist wirklich unheimlich. Danke, dass du gekommen bist, um mich zu suchen. Von jetzt an werde ich brav sein und dir gehorchen. Mario wirst an meiner Stelle nach den anderen suchen. Ich gehe jetzt nach Hause. Okay, 3 haben wir gefunden, fehlen nur noch 2. Oh Gott, ein Fussi. Was habe ich getan? Na gut, 2 gehen ja voll klar. Ja, komm, Bauchlandung. Mrs. Puff lässt grüßen. So, in der nächsten Runde bist du erledigt. Dachte, wobei, wenn ich richtig time, könnte ich gar. Mit unserer lieben Sushi den Spucker richtig timen. Oh, sogar 6 Schaden. Okay, dann gehen wir noch mal langsam wieder zurück. Wir haben auch schon 30 Minuten. Würde ich mal sagen, gehe ich jetzt erstmal so weit zurück, wo wir zu der anderen Seite gelangen können, da wo auch die Aufwertung war.
Die Gegner sind auch wieder da. Aber so viel Farm möchte ich jetzt nun auch nicht. Nette Idee, wo bin ich denn jetzt gelandet? Jetzt bin ich, was weiß ich, woanders. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir in der nächsten Folge hier an dieser Stelle weiter. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 64. Bis dahin, tüdelü.